Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum dritten Part von Let's Play WWE 13 King of the Ring. Unsere Champions haben gespielt, haben gerustelt. The Miz, der Intercontinental Champion, The Rock, WWE Champion, haben gegeneinander gekämpft und für mich überraschenderweise hat The Miz gewonnen. Da waren die Tipps auch noch relativ ausgeglichen. Es waren mehr für The Rock, wenn ich mich recht erinnere, wie für The Miz, aber es waren auch relativ ausgeglichen. The Miz hat er dann eben gewonnen. Santino Marella gegen Undertaker, da hat so gut wie jeder auf den Undertaker getippt und dieser hat dann eben auch, wie ihr seht, das Ding hinter sich gebracht. Wer wird also jetzt das King of the Ring Turnier gewinnen? The Miz oder der Undertaker? Der Intercontinental Champion gegen den World Heavyweight Champion. Eure Tipps sind gefragt, also schreibt die Tipps in die Kommentare. Und an dieser Stelle nochmal die Bitte, nicht in die Kommentare schreiben, wer gewinnt. So, das war's. Quatsch. Jetzt geht's los, das war's mit der mit der Vorstellung des Matches. Das werde ich noch. Ja gut. Auf jeden Fall auswählen. Zack, wir spielen selbstverständlich niemanden, sondern lassen die KI dieses Match für uns austragen. Champion vs. Champion. The Miz gegen den Undertaker. Und da ist Randy Orton noch einmal. RKO. In diesem schönen Ladebildschirm. Ich tippe, meine Damen und Herren, auf den Undertaker. Und ich gehe mal davon aus, die meisten von euch werden auch auf den Undertaker tippen. Aber bei The Miz weiß man nie. Er hat immerhin auch The Rock gemacht. Jawohl, da schreitet er zum Ring, da schreitet er zur Tat. The Miz, der awesomeste Superstar in der WWE, aber wir kennen seinen Einmarsch ja bereits. Kommen wir mal zum Undertaker. Nochmal für die, die hinter das ganze System von WWE 13 nicht so ganz hinterblicken. Die Leute, also wenn ich jetzt bei King of the Ring hier Matches zeige und die kommen da mit irgendwelchen Titeln rein, ist das nicht, dass sie diese Titel auch im Universe-Modus haben. Das nur nochmal zum Verständnis. Im Universe-Modus hat der Undertaker nämlich einen anderen Tag-Team-Titel. Aber gut, so, auf geht's. Rein ins Match. Undertaker gegen The Miz. Wer wird King of the Ring in unserem ersten Turnier? Und los geht's. Ring the Bell. Was war das denn? Beide greifen irgendwie an mit einem Sprung und The Miz kriegt es dann aber übler. So, dann schauen wir mal. Der Undertaker setzt The Miz jetzt hier erstmal zu. Der bringt hier die ersten Angriffe. Oh, oh, oh. Und kickt The Miz jetzt aus dem Ring raus. Und geht auch gleich hinterher, aber The Miz ist jetzt erstmal dran. Okay, schmeißt den Undertaker aber nur wieder rein in den Ring. Der Ringrichter war schon schwer am Auszählen. Aber die beiden sind ja wieder da. So, The Miz jetzt in der Ringecke. Und der Undertaker mit einem Clothesline gegen The Miz. Nochmal, um ein bisschen auf die Realität sprechen zu kommen. The Miz hat ja mittlerweile auch seine eigene, ja, Show kann man es ja eigentlich nicht nennen. Aber mittlerweile gibt es bei SmackDown ja Miz TV. Das wird ja von The Miz
geleitet. Sowas gab es ja schon öfter in der WWE. Solche Talkshows hatten ja mehrere Leute. Edge beispielsweise. Christian doch auch, oder? Chris Jericho. Rowdy Piper, der hatte auch eine. Der alte Rowdy. Und The Miz hat jetzt eben auch noch Miz TV. Aber jetzt geht's nicht über Miz TV und nicht über die Realität, sondern jetzt geht's hier um dieses Match. The Miz gegen den Undertaker. Der Gewinner ist King of the Ring. Momentan The Miz ein bisschen im Vorteil. Der hat momentan das Zepter in der Hand und setzt hier Angriff um Angriff gegen den Undertaker. Ein paar Schläge, ein paar Kicks. Und wieder ein Tritt in die Magengrube des Undertakers. Was kommt jetzt? Noch kein DDT, sondern wieder dieser Kick und der Schlag gegen den Arm des Finan. Aber der ist jetzt erstmal dran. Jetzt kommt er also, der Undertaker. Und da draußen, da sieht man auch schon ein Schild. Oh, oh, kommt mir das ein Suplex? Das wäre geil. Nein, kein Suplex, ein Konter von The Miz. Wow! Und damit kickt er den Undertaker hier volle Suppe um. Jawohl, so sieht's aus. Und jetzt schmeißt The Miz den Undertaker in die Ecke und haut ihm hier ordentlich eins in die Fresse. Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Suplex. Nein, auch der Undertaker kann kontern. Und auch der haut The Miz jetzt hier um mit einem Angriff von den Ringseilen. Und jetzt kommt ein schöner Submission-Move und der Ringrichter ist da direkt bereits dran. Oh, das sieht schlecht aus für The Miz. Nein, er kommt wieder raus. Er kommt wieder raus, aber da hat das Bild schon schwer gewackelt und das zeigt ja an, wenn das Bild wackelt, dass es eng wird. Und da hinten sah man auch gerade das Last of an Era-Schild für den Undertaker. Er ist eben der letzte einer Ära, nachdem er Triple H dann mal ausgeschubst hat. The People Sign. Ist da irgendwie jetzt noch? Warum? The Rock macht doch hier gar nicht mit. Der Undertaker kontert hier nach dieser Submission von The Miz. Und jetzt versucht er selbst wieder mit einem Tap-Out-Move. Aber The Miz kommt sofort raus. Mit dem Knie gegen den Kopf des Undertaker. So, weiter geht's mit ein paar Kicks und ein paar Schlägen wieder von The Miz gegen den Undertaker. Und jetzt kommt schon wieder der Angriff hier gegen den Arm. Er will wohl keinen Chokeslam sich einfangen. Obwohl, dann wäre es der falsche Arm, denn The Miz geht hier auf den linken Arm vom Undertaker. Der Chokeslam, den macht er aber mit rechts. Naja, wie auch immer. Der Undertaker knallt jetzt seinen Ellenbogen hier in den Rachen. Ja, ja, in das Genick vom The Miz. Und da ist der DDT von The Miz. Wahnsinn! Der DDT, ist es das schon? Das Cover 1? Nein! So schnell lässt sich der Undertaker nicht schlagen. So schnell ist der Undertaker einfach nicht geschlagen. Der kommt jetzt hier wieder zurück mit einem Suplex. Und die Menge tobt. Die ist froh, dass der Undertaker wieder zurück ist. Und hier The Miz ordentlich eins auf die Fresse gibt. Und da ist er! Jeder Angriff gegen den Arm hat nicht gebracht. Der Chokeslam gegen The Miz. Und jetzt kommt, ja, okay. Kein Tombstone Piledriver. Jetzt muss The Miz erstmal was aushalten hier gegen seinen Kopf. Und jetzt kommt's, wahrscheinlich noch ein Chokeslam. Nein, da ist er. Und das war's. Das war's, meine Damen und Herren. Tombstone Piledriver. Und das Cover. 1, 2, 3. Es war eng, aber das war's. Der Undertaker gewinnt per Pinfall gegen The Miz in diesem Match um den King of the Ring Titel. Da war der Chokeslam vom Undertaker. Und hier jetzt der Tombstone Piledriver gegen The Miz. Keine Chance für den Intercontinental Champion. Und damit ist der Undertaker der neue King of the Ring.
Der Undertaker, also unser erster King of the Ring. So, meine Damen und Herren, das war's jetzt erstmal wieder mit Let's Play WWE 13 King of the Ring. Wir haben einen König, nämlich den Undertaker. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Part 4, dann mit einem neuen. Mit einem neuen King of the Ring Turnier. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne Matches, die ihr gerne sehen wollt, in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und tschüss.